froh, regnet es nicht. Ich bin froh, haben wir ein bisschen Sommer. Ich bin froh, seid ihr gekommen. Ich bedanke mich recht herzlich. Es ist schön, wieder einmal einen Vernissage zu machen. Es freut mich ebenfalls sehr, dass sich das die Ochsenbein ganz spontan hat entschlossen, nachdem wir die Beine mit der Hildegard hat, glaube ich, das Telefon gemacht, so wenn ich mich mal erinnere, dass du dich so tack gesagt hast, das mache ich, ich sage gerne an der Ausstellung zum Reini ein paar Worte zum Reini und zum Umfeld von mir. Ich übergebe dir sehr gerne das Wort. Ja, liebe Reini, liebe Kursfreundinnen und Freunde, dass heute an so einem heissen Augusttag so viele Leute den Weg nach Büren gefunden haben, ist einfach erstaunlich und es zeigt, dass der Reini immer wieder uns fesseln kann mit seinen Werken. Nämlich ganz im Gegensatz zu vielen jüngeren Kollegen ist der Reini ein richtiger Vollgutkünstler. Ihm geht es nicht um Status oder Ansehen. Das ist mir eigentlich ziemlich gleich. Er hat einen inneren Motor. Er ist getrieben, er muss einfach die Kunst machen. Und das stetige Bewegtsein, sich immer müssen schaffen und machen, das hat schon der Robert Walser thematisiert. Aber beim Reini ist das nicht so eine Qual. Beim Reini ist das eine Freude. Er geht immer spielerisch und zufrieden an seine Arbeit. Er tut nicht nur die Umwelt, er tut uns alle genau beobachten. Und findet sein Material eigentlich überall. Er hat schon in den 80er Jahren bei der Bernischen Kunstgesellschaft eine Publikation gemacht, wo Karl Termin Atelier, wo sie alle Stipendiaten und Luise Aschlimann-Stipendium bekommen haben, die haben interviewt. Und dann hat der Fred so gefragt, wo er dann auch alle die Ideen finde. Und der Reini hat ihm so etwas launig gesagt, die einen die finden ihre Ideen im Glauben, die anderen im Boden, in der Erde. Ich finde meine Ideen in den Schaufenstern, in den Katalogen. Die launige Formulierung zeigt natürlich ein bisschen auf, ein Teil dieser Ideen, aber natürlich niemals das Ganze. Der Reini hat dort den Interviewer ganz leicht auf den Arm genommen. Wesentlich, die Idee ist ja eins, aber wenn eine Idee keine Umsetzung findet, dann wird es gar nicht. Und das Geheimnis des Reini ist seine Verwandlungskunst. Es ist einfach kein Gegenstand sicher beim Reini. Ob es eine Handtasche ist, die zu einem Hund mutiert, wie die Dog von 2009, oder Gabeln, die zu Gabelschrecken werden, mit diesen witzigen Transformationen lehrt uns der Reini anders zu schauen. Es sind banale Gegenstände, die wir alle kennen. Er hat es fertiggebracht, wenn ich heute so eine unförmige Handtasche sehe, muss ich unweigerlich an Reini seine Dogs denken, die eben Handtaschen sind. Der Reini hat aber statt die Idee jetzt einfach zu einem Label zu entwickeln, wie das die heutige Kunststrategie verlangt, ein Label mit höherem Wiedererkennungsgrad zu kreieren, tut der Reini seit den 70er Jahren unermüdlich Neues entwickeln. Jedes Werk ist ein Prototyp, lautet seine Devise. Das ist ein unerhörter Aufwand. Und zeigt gleichzeitig, dass der Reini völlig unabhängig ist von Tendenzen und Moden. Wenn man jetzt im Werk vom Reini, wie das halt Kunsthistoriker noch gerne machen, den roten Faden suchen und für eine bestimmte Gruppe oder eine Richtung zuzuordnen, kommt man noch viel wenig Übereinstimmungen. Aber es lässt sich witzige Anspielungen zur Kunstgeschichte finden. Wenn er beim Werk Mona Lisa eine Mona mit schwarzen Haaren und eine Lisa mit blonden Haaren vor das Werk von Leonardo platziert, ist das natürlich als Witz gemeint. Oder wenn er den
bettenden Händen vom Dürrer noch einen sechsten Finger dazufügt, ist das auch gewagt, aber auch sehr hintersinnig. Und schaut man so etwas quer durch die Arbeiten des Reini, merkt man plötzlich, das ist ja auch ein Wortkünstler und ein Übersetzer im wörtlichen Sinn. Er hat ein Stück gemacht, ein Werk gemacht, das heisst Blätterwerk. Das ist nicht etwa ein Wald, den man könnte erwarten. Nein, er hat Blätter bemalt und die so zu einem bunten Reigen drapiert. Oder im Werk Grüne Fee, da trinken wir unmittelbar Absinthe. Wir warten eine Flasche Absinthe und der Reini tut jetzt ein Fabelwesen gestalten aus einem umgestülpten Glas, verbogenen Gabeln. Und das ist ungefähr so, sieht man die grüne Fee, wenn man zwei, drei Gläser von diesem Absinthe getrunken hat. Und der Reini ist eben der Schalk und der Witz begleitet ihn eigentlich durch all die Jahre. Und auch bei denen, jetzt hier neuen, wo wir arbeiten und hier versammelt sind, ist es sein Motto, jedes Werk ein Prototyp treu bleiben. Statt uns jetzt einfach, wie wir vermuten, aufgrund des Ausstellungstitels, uns Tagesbilder zu zeigen und Nachtbilder, hat er einen neuen Einfall. Und jetzt sind das nicht verschiedene Werkgruppen, sondern der Reini kombiniert etwas, das im 19. bis 20. Jahrhundert viel ist eingesetzt wurde, nämlich Bilderlampen. Man hat auf jedem Bild so ein Lämpchen gehabt, um sie zu rechten Licht zu rücken. Und der Reini tut jetzt eine alte Technik mit neuer Technik, also eine alte Beleuchtungsart, mit neuer Technik kombinieren. Seine Lampen sind jetzt mit LED-Beleuchtung ausgestattet. Und so, wir werden das nachher gerade erfahren, was da nur theoretisch kann, versuchen zu erklären. In Dunkelheit werden dann die Bilder angeleuchtet und so damit wird eine Nachtsituation simuliert. Man kann also das gleiche Bild jetzt in einer Tagessituation erfahren und im Finsteren nachher mit dem LED-Licht wird es ein Nachtwerk. Und um die Werk noch intensiver zu strahlen, dass wir das so richtig stark erleben können, hat der Künstler noch mit Leuchtpigment geschaffen. Ich glaube, ihr werdet es sehen, der riesige Baum, das Blütenmeer, mutiert dank der LED-Beleuchtung zum Lichtermeer. Oder im Birkenwald, dort helfen uns die leuchtenden Markierungen bei der Suche nach einem Ross, der durch den Wald springt. Und die Mehrdeutigkeit hat der Reini immer schon fasziniert. Nämlich im Irrgarten, da neben mir, das ist ja gleichzeitig ohne Kopf. Und das ist sprichwörtlich eigentlich das uns bekannte Gestürme im Ring, das da eigentlich visualisiert wird. Und auch bei der Visage, ganz dort hinten, hat er verschiedene Ansichten vom Gesicht. Von vorne, von Seite, im 3/4-Profil, das sind nicht nur Ansichten vom Gesicht. Dazu ist auch die Aussage drin, der Mensch ist nie gegen gleich. Man weiß nie, woran das man ist. Das ist auch etwas, was wir alle schon erlebt haben. Und wie macht man es überhaupt, um die unendlich vielen Ideen können in ein Bild zu bringen? Und für das hat der Reini in all diesen Jahren eine ganz eigene Mixed-Media-Technik, sieht man dem, also eine Technik, die verschiedene Sachen miteinander mischt, erfunden. Jetzt geht es sogar so weit, dass er eben auch noch Beleuchtung drin tut. Aber das, und da war er eigentlich modern gewesen. Das machen alle jüngeren Künstler, die gerne samplen, und der Reini hat das schon Jahre vorher vorweggenommen. Aber statt das, was er findet, einfach zu zitieren, einfach herzustellen, wird beim Reini jedes Ding verwandelt. Es entsteht nachher ein witziges, ein absurdes oder ein rätselhaftes Werk. Und es entsteht immer eine Spannung zwischen der Idee und wie es der Künstler auch umsetzt. Das Schöne beim Reini ist, er will uns nie erziehen. Er ist kein Pädagoge, er ist kein Lehrer. Er entführt uns einfach ins Reich von Fantasie und wo einfach der Hund Vernunft ist ausgehebelt. Und
Und das verleitet uns zum Staunen, man kann schmunzeln, man kann sich freuen. Und etwas Fundamentales beim Reini erinnert uns immer daran, dass alles ein Spiel ist. Die spielerischen Möglichkeiten, die wir vielleicht zu wenig nutzen, die tut uns der Reini immer wieder aufdecken. Merci Reini, dass du uns immer wieder in deine Zauberwelten entführst und wir hoffen, dass wir uns auf manches Jahr an deinen Kreationen können erfreuen. Bravo! Musikalisch versüßt. Auch so klein wieder Reini auch immer Überraschungen auf Bilder bringt. Bringst du es in der Musik? Es ist mir eine Ehre. Wir freuen uns. Merci Astrid. Man merkt natürlich, dass du den Reini schon lange kennst. Da hast du einen Heimvorteil, aber du hast es gelernt und sehr. Jetzt wollen wir doch aber schauen, was das eben ist. Jetzt lassen wir es doch einmal Nacht werden. In dieser Galerie, dann wisst ihr dann nämlich auch, wieso wir da vorne müssen abdecken. Dürft ihr bitte das Licht löschen, oben nach. Wunderbar. Und ich fange jetzt hier an, mit der Nacht. Weil, es ist noch etwas ganz Wichtiges. Das ist das Wichtigste vom Tag. Das muss ich jetzt noch sagen, bevor ich die Nacht vollkommen werde. In dieser Nacht hat nämlich unser Reini einen runden Geburtstag angefangen. Näht nachher alle, geht bei der Bar vorbei, näht ein Glas, tut absitzen, es gibt zu essen, es gibt zu trinken. Merci an Joli, merci an Jacqueline für den Arbeitseinsatz. Tut alle mit dem Reini anstoßen auf seinen grossen Tag. Merci, bist du heute da, dass wir eine Ausstellung machen mit dir. Du bist nämlich der, der mich vor 10 Jahren zum ersten Mal auf die Frontseite von einem Buch gebracht hat. Ich wünsche dir alles Gute. Thank you.
Weg. Ich ja, gehe den Weg. Gehen wir wieder weg. Ganz schön, jetzt melden mich. Super. Ja, auch nicht drauf.
Acht jongen. Kijk, we laten hem aan het is een bal, dat is een. Nee, ze is het in Polen. Jetzt könnt ihr dem Reini noch das Maul um den Hals hängen. Da. Aber du hast es gerne ausgelassen. Du hast es gerne leise.
der Wind an einem Septembermorgen. Schon fertig.